dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, an dem man nicht mehr weiterkommt und es bleiben noch viele Fragen offen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Geschichte der ganzen Menschheit. Egal was man macht, man bleibt irgendwann an einem gewissen Punkt hängen. Und zwar an dem Punkt, wo sich die Zivilisation getrennt hat von den wilden Jägern und Sammlern, die Menschen, die in Erdlöchern gewohnt haben. Da bin ich eines Tages auf die Bocklager gestoßen, die genau diesen Kreis für mich geschlossen hat. All diese offenen Fragen. Wer war der Religionsstifter? Wo kommt die Sprache her? Wo kommen die Mythen her? Die Geschichten, die Sagen, das Prinzip eines Gottes, der auf uns herabblickt. Bis hin dazu zu Fabelwesen und ähnlichem. Was bringt uns alle Menschen zusammen? Was bringt das zusammen, was Religion, Politik oder Hautfarben oder ähnliches getrennt haben? Das sind Fragen, die sind nicht einfach zu beantworten, bis zu dieser Geschichte eben. Man muss Folgendes jetzt wissen, diese Geschichte basiert auf dem elementarsten aller Dinge, und zwar auf dem Prinzip der Natur. Nichts anderes zählt in dieser Geschichte, das muss man verstehen. Diese Geschichte ist die älteste Geschichte und die älteste Mythologie der Menschheit. Die Sprache, die wir dort benutzen werden, die heißt Root Language. Diese Root Language ist auf dem Englischen, wenn man jetzt Root aussprechen würde, würde es bedeuten Wurzel. Also das ist die Wurzel aller Sprachen. Über Generation zu Generation wurde diese Saga mündlich weitergegeben. Nicht nur die Geschichte, sondern das ganze Wissen auch um Sprache und diese ganzen Sachen. Und es war dann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1980er Jahre, dass der letzte Nachfahre aus dieser Familie, ein gewisser Ior Bock ist der letzte Nachfahre der ältesten Familie dieser Welt. Er wurde 1984 ermächtigt, diese Geschichte wieder zu erzählen. Es ist eine orale Geschichte. Die mündlich überlieferte Saga, die wurde Ior Bock, der mit 7 Jahren dann volljährig wurde, laut der Bock-Saga-Philosophie. Er wurde weder lesen noch schreiben gelernt, sondern er wurde jeden Tag 2 Stunden lang mit dieser Geschichte konfrontiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, seine Mutter Freya und seine Schwester Raquel Bockström, die haben jeden Tag diese Geschichte sich selber erzählt und er musste zuhören. Plötzlich haben sie sich umgedreht und ihm gesagt, erzähl die Geschichte weiter. Konnte er es nicht, haben die beiden die ganze Geschichte wieder von vorne erzählt. Und das ging über 20 Jahre so. Diese Geschichte, die durfte laut dem Versprechen des letzten Königs, dem schwedischen König gegenüber vor über 1000 Jahren nicht erzählt werden. Diese Geschichte ist also für unser Glück, also in den letzten 30 Jahren erst wieder revealed worden und wir haben da jetzt überhaupt erst wieder Zugang zu. Und er teilt diese Geschichte, seine Familiengeschichte, die ganze Geschichte der Menschheit ist, er teilt sie mit den Leuten dort in Indien. Halt. Ja, alle Reste, da ist unter anderem schon Jim dabei gewesen aus USA und so. Und die sitzen dann zusammen da, wochenlang, monatelang. Und es entsteht ein Flow und eine Energie und es schweißt sie zusammen. Und danach gehen die dann auch tatsächlich gemeinsam nach Finnland und forschen diesen Ding Geschichte, an. Es ist ja zwar eine mündlich überlieferte Geschichte, was sie nicht unwahrer macht als andere Sachen, aber man kann halt eben auch Sachen besichtigen. Welcome. The Atlantis, or Atlantis, as we know it today. Es gibt wirklich Orte, wo Ior Bock gesagt hat, unter meinen Füßen liegt das Zepter und die Krone der finnischen Königin und des finnischen Königs. Dann gibt es noch einen riesigen Tempel, eine riesige unterirdische Tempelanlage, den sogenannten Lemminkainen-Tempel. Dort haben Ior Bock tatsächlich und mit diesem Jim Chester zusammen, den du erwähnt hast, von dem ich diese Geschichte auch bekommen habe, die beiden haben dann ein Projekt gestartet mit noch mehreren Leuten damals und die haben wirklich angefangen, diesen Tempel mit professioneller Hilfe von einer Bohrfirma aus Finnland, diesen Tempel aufzubohren. Und dabei haben sie festgestellt, dass diese Tempelanlage künstlich mit Menschenhand und mit menschlicher Technik verschlossen wurde. Das ist nachgewiesen. Aber wie der Zufall dann so spielt, mussten dann die Bohrarbeiten natürlich eingestellt werden. O B C D It's over there, man. E F G O E M
Alphabet. Das ist eins der vier Naturgeschenke, die wir bekommen haben, ist das Alphabet, beziehungsweise der Sound, den das Alphabet mitbringt. Es ist ja nicht so, dass hier Menschen entstanden sind und gleich in die Bücherei gelaufen sind, wo das Alphabet drin war, sondern es wurden die Laute, ja, die Laute, die habe ich jetzt hier zu Papier gebracht. Dann besteht dieses Alphabet auch noch aus 8 Mächten und diese Mächte, die sind ich sage mal Kreise, die man öffnen kann, über die man sprechen kann und die man erschließen kann. Also das sind die Kreise, die uns nachher durch diese Geschichte führen werden. Im Grunde genommen sind es die wichtigsten Begrifflichkeiten. Wir müssen faktisch gehen zurück in eine Zeit, da es lebte, etwas, das hette Ne, And, R, Tal, Mensch. Es geht hier um eine naturbelassene Sage. Deswegen habe ich gesagt, Natur ist so wichtig. Okay. Es gab hier nichts Geschriebenes. Es gab nur diese Laute, die ich vorgelesen habe. Es gab keine Schrift. Es wird sogar eine Saga erwähnt, wann das erste Mal schwarze Schrift auf weißem Papier niedergeschrieben worden ist. Und das war erst vor ein paar tausend Jahren. Also dieses Alphabet, was ich gerade vorgelesen habe, ich kann es, damit ihr mal ein Ohr dafür bekommt, auf der Root-Sprache vorlesen, weil diese ersten Buchstaben in dem ersten Alphabet zusammen nacheinander einen Satz ergeben, der die Entstehungsgeschichte der Menschheit beschreibt. In Aserbori, sei dagens ekens fru, grundhell, in jarlet karlet log, mune nordstjernan uden polen quadrat, rasul tur, ursprung, vaner in Aserbori. Jetzt auf Englisch. Inside the Arsenis castle, you see the day of the oak tree seeds in the ground of hell. Inside the Jarl and Karl class of people, the logic of the moon, the north star, and the pole make quadrat. Ra the moon and Sul the sun are Tor friends, in the origin of the Varner people of inside the Arsenis castle. Jetzt auf Deutsch. Aus der Burg der Asen entfaltete sich der Samen des Ahnenbaumes im Mutterboden. Innerhalb sind Jarl und Karl Gesellschaftsklassen. Das Verständnis des Mondes und des Polarsterns und der Erdachse ergeben die Mathematik. Das war dieses Quadrat. Ra der Mond und Sul die Sonne sind beste Freunde. In der wahren Herkunft der Varner aus der Burg der Asen. Also hell, das lag ungefähr 4 oder 5 Kilometer vor der Küste von Helsinki in Finnland, heute noch. Das waren 7 Inseln, heute sind 6, weil sie künstlich aufgeschüttet worden sind. Um übrigens den Ort zu fluten, unter dem die Krone und das Zepter des wahren Königs und der Königin von Finnland liegen. Um das unzugänglich zu machen. Ja, die haben auch eine Bodenradarscannung gemacht. Und 7 Meter unter dem Boden war eine 2x2 Meter große Metallbox. Die konnten sogar feststellen, dass es aus Metall war. Sie durften es nicht heben. Und jetzt ist es geflutet und ein Elektrizitätswerk steht da und wird vom Wasser versorgt. Nebenbei. Krass. Das ist also so einer der ganz wichtigen Schauplätze von dieser Geschichte. Helsinki, der Name. Helsinki. Yes. You can sing for the key to hell. Also du kannst für den Schlüssel von Hell kannst du singen. Ja. Das heißt es heute noch. Und die Stadt kennen wir. Und vor Helsinki, und das kann man mal auf Google Maps hier angucken oder sowas, vor Helsinki sind eben diese Inseln vorgelagert. Genau. Dort befindet sich das Nationalmuseum der Finnen. Und dort ist auch ein interessanter Ort, dort wo also der moderne König von Finnland gekrönt wurde. In diesem Raum, unter diesem Raum, befindet sich der Namensgeber des Buchstaben U. Da befindet sich der wahre Ursprung. Und zwar ist das ein Granitloch von
paar Meter Breite und paar Meter Tiefe. Und es wird gesagt, dass in diesem Loch Frey und Freya, also die ersten Menschen, hineingeboren wurden. Durch dieses Loch geht, praktisch müsst ihr euch vorstellen, die Erdachse. Und die Erdachse, wenn die aus dem Loch gerade in den Himmel geht, kommt sie genau zum Polarstern. Und das ist dieses I mit dem Punkt oben drauf. Und deswegen heißt es das Hole E. Standing one island called Susi Sari. And Susi means wolf and Sari means island. But before 1050, the name for this island was called Udin's Ur. And Udin is one ring. Udin is everything. Udin has always been and Udin will always be. And Udin is the sun. So before the Catholics came here in 1050, this was called the Sun Island. They made it to be the Wolf Island. Straight below me here, standing in this room, is the exact point of the axle as it is tilted. It is the old North Pole. A long time ago, the pole was sitting straight up like this. It wasn't tilted. And if you went to the very top of the axis, the pole, the E, there was one hole, which is straight down below me. In the granite, still today, there is one hole. And this hole is what we call the Valhalla. Above this hole was one gate called Valhalla Val. You find this picture on two runestones from Gotland. What we know in the English and the rest of the planet is the gate to heaven, is this, as it was until 1050 when the Catholics broke it to pieces. Standing on this point right here, being the very top of the axle, the very north pole. Es gibt in Gotland, das ist auch eine Insel in der Nähe dort, eine Insel, die nennt sich Susi. Means wolf. Luola, I think is cave. The wolf cave. Und auf dieser Insel, dort steht auch ein riesengroßes Schild vorne, es ist leider vergittert, wie das immer so ist bei tollen Sachen. Und es steht tatsächlich, also offiziell, ne, dass dort Menschen gelebt haben sollen, beziehungsweise Reste gefunden worden sind von Menschen, die dort gelebt haben sollen, vor über 130.000 Jahren. Zur Zeit der Eiszeit. Und diese Insel ist eigentlich der Beweis dafür, dass während der Eiszeit dort Menschen gelebt haben konnten. Was ja auch nicht so ganz jetzt der ich bin gerade so wie gestillt, mal überlegen so, weil ich weiß mal, wie geht denn das? So Schulwissenschaft und auf einmal nicht als Schulwissenschaft, da war da eigentlich keine Menschen so. Ja, vor, ja, aber das ist eben, die Archäologie ist soweit, das gibt's dort. Ja, 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 das haben die schon, aber man muss es halt nur den Zusammenhang bringen. Wenn dort eine Höhle ist, die vor 130.000 Jahren bewohnbar ist, bewohnt wurde, aber es zu diesem Zeitpunkt eigentlich dort hätte Kilometer dick Eis liegen müssen, ja, dann passt da wieder was nicht. Ja. Genauso wie mit Göbekli Tepe zum Beispiel, ne? Das ist auch so ein Punkt. Vor über 10.000 Jahren hat man dort schon Überreste von domestizierten Tieren gefunden. Zu dem Zeitpunkt, was habe ich in der Schule gelernt, waren wir noch Jäger und Sammler. Nee. So, und das ist offensichtlich, es wird auch an der Deutschen Universität, ich glaube Dresden ist da dran, das wird dort offiziell erforscht schon seit Jahren, aber es wird in keinen Kontext gebracht. Und ja, es fehlt einfach, der Anfang fehlt, damit wir einen Kontext haben. Uns wird immer nur das letzte Viertel gezeigt, aber der Großteil, der davor war, niemals, niemals. Die Dinge werden immer älter, die man findet. Aber ja, heute haben mit dieser Boxsaga, genau. Ich meine, da schieben wir die Timeline ja nochmal. Also, ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Also die Menschheitsgeschichte ist wie so ein zusammengeknautschter Teppich. Ja? Das ist das, was beabsichtigt ist, ja? Dass wir den Überblick einfach nicht bekommen können. Eine Ziehharmonika meinst du sowas? Richtig, so, genau. Ja? Mit dieser Geschichte ziehen wir den Teppich einmal glatt für alle. Wie hat man damals gelebt? Wie ist man gestorben? Wie sah die Religion damals aus? Und das alles im Einklang mit der Natur. Ich fange mal an mit der Schöpfungsgeschichte. Das ist so der Teil, der so ein bisschen, ja, wie Schöpfungsgeschichten halt so klingen. Ne? Man war nie selber dabei, man kann nur postulieren. Udin is the ring. Udin is everything. Udin has always been and Udin will always be. Udin is the sun. Die Sonne, wenn wir uns sie genau mal angucken, es ist eine gelbe Scheibe mit einem weißen Kranz oder mit einem weißen Ring drumherum. Wir kennen das ja manche. Und Udin ist genau dieser Ring, dieser weiße Ring, der wird nachher nochmal sehr wichtig sein. Der Ring symbolisiert, wie wir auch wissen, die Unendlichkeit. Und so wie es im Psalm erwähnt worden ist, war die Sonne schon immer da und sie wird auch immer da bleiben. Udin ist das Symbol der Unendlichkeit. Der Mond, der beste Freund des Udin, der Sonne, entstand
nach ihm, bezieht aber seine Energie von ihm. Deswegen sind sie laut dem Alphabet die besten Torfreunde, also die besten Torfreunde. Und dann gibt es noch die Sterne, die von der Sonne beschienen werden. Und so schwirrten wir herum, Millionen von Jahren. Nein, das war's. Bis eines Tages halt die Sonne entschied, wie auch immer. Man kann jetzt der Sonne eine Seele, eine Consciousness, ein Bewusstsein zusprechen. Das muss man halt verstehen. Die Sonne entschied, beziehungsweise die Sonne entwickelte einen Plan und sonderte ab, kann man schlecht sagen, oder ließ durch sich oder aus sich ein Ei entstehen, was durch den Raum schwebte, bis es zu einer Entfernung kam, wo es optimal war, die Entfernung zwischen der Sonne und dieses Plans, dieses Eis. Und als diese habitable Zone praktisch erreicht worden ist, poppte dieses Ei auf. Dieses Ei war innen heiß wie Magma, also wie ein Eigelb, dann mit Wasser umhüllt, das Eidotter, und mit einer Sauerstoff- bzw. Atmosphäre, also mit Gas, umhüllt. Das war die Schale. Und als die Entfernung perfekt war, poppte dieses auf und die Erde, alle Kontinente, so wie sie heute sind, entstanden innerhalb einer Sekunde, eines Augenblickes. Das Wasser, die Begrenzungen, die sind verschwunden, das Wasser fiel auf dieses Magma drauf und das, was erstarrt wurde, bildet heute die Kontinente. Und die Atmosphäre den Rest. Und jetzt sah die Sonne, dass es gut war. Nein, Scherz. Die Sonne hatte einen Plan. Und zwar nur einen Plan. Und dieser Plan, dieses einzigartige, heißt hier Ed. Und ein Plan und ein Ed, ja, ist ein Planet. Der einzige Plan, den wir haben. Es gibt also zusammenfassend in der Schöpfungsgeschichte, um das abzuschließen, vier unterschiedliche Dinge. Die Sonne, den Mond, die Sterne und den Planeten. Es gibt laut der Boxsage, gibt's das Hier und Jetzt, Erde, es gibt die Sonne, es gibt den Mond, es gibt die Sterne. Das war's. That's it. Genau, ganz das einfach. Ist, das, Alex, was wir sehen, das gibt es, Punkt. Das, Alex, erinnert mich an 100% an die Himmelsscheibe von Nebra. Da ist nichts anderes drauf. Ja, ja. In der Urfassung. Ja, ja, ja. In der Urfassung, bevor dann die anderen Devices genau, haben. Genau. Es gibt Sonne, es gibt Mond, es gibt Sterne. Gut, die Erde hat man nicht gemalt, aber auf der steht man. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Bereich Evolution. Da ich Biologe bin, finde ich das immer besonders interessant. Also, Evolution. Als der Planet entstanden ist, in der Sekunde, wo er entstanden ist, hatten wir ja das Wasser, die Erde und die Luft um uns herum. Und auch so schön hat er das gesagt, der Jim. Das erste Geräusch auf dem Planeten war der Wind. Geil, ne? Und das war auch so. Weil was passierte dann? Was passiert denn, wenn ihr ein Glas Wasser nehmt und es in die Sonne stellt? Irgendwann bilden sich All giving. Alles Gebende. Alge, ja. Versteht ihr? Ja, sehr cool, ne? All giving. Alge. Ich gebe alles. Also das Leben entstand durch das Wasser auf der Erde und durch die Sonnenstrahlen. Ja, also die Sonne, durch die Sonne, deswegen ist Uden everything, Ding. Uden ist jedes Ding, weil ohne die Sonne, wenn morgen die Sonne nicht scheint, die geht raus, es gibt nichts mehr, versteht ihr? Ja. Alles ist durch die Sonne entstanden. Ist die Sonne weg, ist alles weg. So, ja, genau. Ist es nur einfach, genau. Punkt. Okay, Sonne, Wasser macht Algen und genau. Ist das dann das erste, und das die erste war Pflanze? Richtig, Plante. Genau. Und so. Dann kommt interessanterweise die klassische Biologie, Evolutionsbiologie dazu, auch wenn ich nicht daran so richtig glauben mag, aber hier entstand halt eben durch die Pflanzen halt die ersten Zellen, Kopffüßler, bis hin zum Aal, dem Aal, der dann nachher zum Frosch mutiert ist und dann auf die Erde gegangen ist. Dorthin kam es dann zur weiteren Entwicklung bis hin zu den Säugetieren, bis zu einem Monkey, der Schlüssel zum Mond, einem Affen, der dort hieß Appa. Ja, jetzt wird's, die Sonne beschloss, zum allerersten Mal rassenübergreifende Vermehrung zu ermöglichen und das auch nur dieses eine Mal. Und der Appa, der bekam eine Ziege, eine weibliche Ziege, die er dann befruchtet hat. Und zwar mit seinem Pili in ihrem Pilu. Pi, Pu, Pi, Po, Pi, Po. Also Pi und Pu kamen schon aus dieser, ja, aus diesem Tete-a-Tete, aus diesem Arrangement. Und aus diesem Arrangement entstanden dann Frey und Freya, die ersten beiden Menschen, die in dem Ursprung, in diesem Loch, in dem Holy, in dem heiligen Ort, in dem am Nordpol dann das Licht der Welt erblickt haben und zum ersten Mal aus dem Loch dann gekommen sind, oder? Und ich danke dir. Ja,
Ja, das klingt ein bisschen strange, aber wie gesagt, das ist der Schöpfungsgedanke der Menschen damals. Das ist aber auch der Grund für die Namensgebung Bock der ersten Familie der Menschheit. Und wenn wir jetzt mal daran denken, dass wie oft wir Ziegensymbolik in unserer Geschichte haben, dann wird jetzt hier ein ganz anderer Ring geöffnet, der sehr interessant wird. Ja, das ist natürlich freaky stuff. Das sind so viele interessante Dinge. Ich meine, allein, weil wir nehmen das als Freigeister. Ich meine, wir nehmen das einfach auf, so wie es erzählt wird. Ja, das ist natürlich. Leute. Genau, ich meine, interessant ist natürlich, dass, da wollt ihr mal hinaus, das, so hat es auch der Ior erzählt, der Ior-Bock. Das ist Teil der Bocksage, wie er sie schon als Kind gelernt hat, ist tatsächlich auch das, was wir heute Evolution nennen, also diese Entwicklung der Lebewesen und sowas. Das ist so Teil der Bocksage. Genau, das wird so erzählt. Fall. Das wird so erzählt, das denke ich mir. Weil ich gebe das nur wieder. Genau, der Appa ist ja Englisch dann Ape, yeah. Affe, ja? Und wie nah ist das wiederum dann an übrigens Affe. War es nicht bei Mario Brassers so, P und F kannst du auch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, deswegen Affe. Ja, das genau. Gibt auch in dem Sinn. Das ist dann auch gekommen. Genau. Ja, ja. Und da steckt er dann auch schon drin, Appa, der Papa. Appa Originis. Der Papa. Auch. Ja, die Appa Originis, also die original vom Affen abstammenden Menschen, wortwörtlich. Und wenn man sie uns anguckt, ohne böse zu klingen zu wollen, sie sehen einem Affen ähnlicher als einer Ziege, würde ich sagen, ne? So, und die Adam und Eva, die sind jetzt aus dem Loch gekommen. Und wo befanden die sich? Und jetzt kommt der kleine Ring des Ringlands. Das Ringland, müsst ihr euch vorstellen, war ein Kreis, der um das Zentrum Hells 250 Kilometer im Radius gezogen wurde. Und warum war das Ringland? Weil als Frey und Freya aus diesem Loch kamen, war das Erste, was sie gesehen haben, die Sonne. Und diese Sonne, weil die beiden sich am Nordpol befunden haben, kreiste um sie herum. Und das 24 Stunden lang. Das heißt, der Nordpol befand sich damals vor der Küste von Helsinki und nicht, wo er sich heute befindet. Thema Polsprung. Dieser Pol war nicht nur Zentrum des Ursprungs allen Lebens, sondern auch die Grundlage für die heilige Geometrie bzw. die Grundlage für die Mathematik. Der Buchstabe Q zum Beispiel ist ein Kreis mit einem kleinen Querstrich, der nach außen geht. Stellt euch jetzt das Ringland vor. Diesen Kreis mit 250 Kilometer Durchmesser, mit Hell in der Mitte. Midgard. Asgard heißt Garten der Asen und das war das Ringland. Das heißt also, Asgard war nicht die Burg der Asen, sondern Asgard war das Ringland und Midgard war das Zentrum des Ringlands. Und in diesem Loch in der Mitte des Ringlands, in dem Holy, war ja die Erdachse drin. Also dieses Symbol für das I. Und in dieser Kreis, der wird beschrieben als Pi. Und Pi, wie wir heute kennen, ist die Kreiszahl, die Quadratur des Kreises, dieses 3,14. Genau, richtig, das heißt, diese Namensgebung für diese Zahl wird dort erklärt. Mhm. Pi ist außerdem auch noch der Name der Pirouette-Familie, wie wir das nachher feststellen werden. Oder die Polynesier benutzen oft Worte mit Pi. Ja, genau. Oder Pi, ne? Genau. Das ist so dann die Linie, die daraus dann entstanden ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Kreis angucken mit dem Punkt in der Mitte und jetzt mal vom Punkt in der Mitte mal einen Radius ziehen würden zum Kreis, also zum Pi. Also Pi mit dem Radius zur Mitte ist Pi Ra Mit. Oh, damn. Pyramid Pirouette, ey. Das ist echt gut. Das heißt, die Beschreibung des Ringlandes reicht aus, um geometrisch es so darstellbar zu machen, dass du da anhand dessen die Proportionen der Pyramide ableiten kannst. Nicht nur namentlich herleiten kannst. Und das wird noch besser. Na, dann bin ich mal gespannt. Super geil. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, und zwar, wie vermehrten sich Frey und Freya? Genau, Adam und Eva, die haben zusammen Kind gezeugt. Okay. Ja. Und dieses Kind war ein Sohn und der hieß Ra. Und Ra war der erste mit Sperma gezeugter König. Sperma, warum Sperma? S, guck mal ins Alphabet, bedeutet Seele, Sonne. Per bedeutet Vater. Ma bedeutet Mutter. Die Seele des Vaters und der Mutter ist Sperma. Und auf Serbisch wird Sperma auch genauso ausgesprochen. Wow. Eins der wichtigsten Worte ist Sperma, die Menschheit kennt. Weil darauf, auf das Wissen über dieses Sperma, darauf basiert 100 Millionen Jahre lange Menschheitsgeschichte. Bis zu dem Punkt, wo es abgelöst wurde, dieses Sperma-Linie gegen Blutlinien.
Also wo der Kreis eingetauscht wurde gegen die Pyramidenstruktur. Boah. Das, allein ist das, das Wort Per da drin ist, finde ich ja schon so stark. Per und Ma. Ja, ja, wir sind ja auch Vater, Mutter. Ich meine, es ist, ja, es passt einfach alles. Und ja. Per und wir sind Söhne, Persons, Personen. Ja. Wir sind die Söhne unserer Väter. Als die beiden jetzt den ersten Sohn gezeugt haben, hat es natürlich nicht gereicht. Also es entwickelt sich folgende Vermehrungsstruktur, kann man jetzt so wissenschaftlich mal sagen. Und zwar, es wurden 12 Söhne gezeugt und 7 Frauen. Und die 12 Söhne, der erste und der letzte, vor allem der letzte. Der letzte war der Erbe, der nächste König. Alle 11 anderen, 11 vor ihm, die hatten andere Aufgaben, zu denen ich gleich noch kommen werde. Die Frauen, die geboren worden sind, und ich spreche von den ersten 7 Frauen, die geboren worden sind, ja, durch Sperma, die nicht also als Fabelwesen verklärt irgendwie sich vermehren haben, sondern wirklich durch Reproduktion entstandene Menschen, die ersten. Diese ersten 6 Töchter der Pirouette-Familie hießen Hexa. Und Hexa, Hexagramm, könnt ihr mal im Alphabet dann nochmal nachschlagen, also auseinander kodieren, was das bedeutet. Müsst ihr euch so vorstellen, dass die 6 Hexen in dem Ringland so gestanden haben, dass sich dort, wenn du weitere Kreise in der gleichen Größe des Ringlandes angesetzt hast, die älteste geometrische Struktur der Menschheit überhaupt entstanden ist, und zwar die Blume des Lebens. Ah. Und gleichzeitig natürlich das Wort Hexe, wie wir das kennen. Also ja, ja, jetzt habt ihr auch gleich Frau, den Reflex im Kopf, so wie ich damals, dass die Hexen alle verbrannt worden sind. Und jetzt habt ihr auch eine Ahnung, warum. Weil das die Hüter des alten Wissens waren. Das ist die Hüter. Das sind die erleuchtet sind, die wissen das. Wie ich das höre, und dann mal 12 Söhne insgesamt und dann 7 Tochter. Alter, irgendwie kommt mir mal das so wie... Zahlen sind interessant. Ja, aber... Die Zahl 6, die Zahl 7, die Zahl 12. Ja, aber you know, wo ich lande? Ich lande in die Geschichte von der Bibel. Richtig. Auch einer der Themen, die hier angesprochen werden. Die zwölf Stämmen von Abraham und bla 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 bla. Die 7 Wochentage. Ja, die haben auch nur altes Wissen übernommen und dann für sich dann zurechtgebogen. Ja, wie alle Weltreligionen. Ja. Alle. Ja. Dieses Thema hier heute, Boxsager, kann eben... Den Teppich gerade ziehen. Das kann ein Schlüssel sein, so, um das zu verstehen, so. Okay. Viele Dinge dort. Ja, genau. Die erste Achtel mal, diese Akkordeon, Ziehakkordeon, man ist ausgezogen. Gehen wir mal an die zweite Achtel. So. Also, diese erste Familie besteht aus dem Allvater und der Allmutter, dann den 12 Söhnen, dann den 7 Töchtern. Und diese Familie war die Pirouette-Familie. Pi, Kreis, weil sie aus dem Kreis, aus dem Ringland kommt. Ru heißt die Ruhe, Frieden. Und Ed heißt die Einzigen. Also die Ring Peace Family, die Kreisfriedenfamilie. Die erste Kreisfriedenfamilie. Und das waren die Asen. Und diese Asen, der 12. Sohn, der König, der hat dann eine zweite Familie gegründet, und das war die Rosette-Familie. Die Rosette-Familie war genauso strukturiert, die haben auch 12 Söhne gehabt und 7 Töchter. Und aus diesen Rosette-Familie sind dann die Wahnleute entstanden, die außerhalb des Ringlandes gewohnt haben, praktisch die ersten Nachkömmlinge, so der erste Kreis außerhalb des Kreises. Außerhalb dieses Kreises, durch die Warnleute, gab es eine Klasse der Karl, die Mittelklasse, und dann die Klasse der Jarl. Das heißt, es gab da sowas wie Kasten, also es gab halt, je nachdem wie nah man den Ursprung war oder am Zentrum des Kreises. So die, also die, Leute, die heilige Familie, das war die Religions- und die wissensstiftende Familie. Und diese Familie, die hat sich Klassen herangezüchtet, beziehungsweise gebrütet oder sich vermehrt, bis so viele Leute da waren, die irgendwie organisiert werden mussten. Und die waren halt in diesen Mittelklasse und in der Unterklasse und in der Adelsklasse. Und dann kam die Königsklasse und dann die Allvater- und Allmutterklasse. Also 5 Klassengesellschaft. Als du damals ein Kind warst und bis zu deinem 7. Lebensjahr, egal ob Junge oder Mädchen, bist du Kind gewesen. Und dann, ab deinem 7. Lebensjahr, bist du als Junge zu den Männern gegangen und als Mädchen zu den Frauen. Klare Rollenverteilung. Mhm. Männer haben Männerdinge gemacht, Frauen haben Frauendinge gemacht. Jeder von denen hatte jetzt nicht die Möglichkeit, Kinder zu haben. Es wurden nämlich speziell Leute dafür ausgesucht, diese Kinder zu zeugen. Das waren die sogenannten Karls, die Karl. Das bedeutet, einer, der in der untersten Klasse war, konnte
wenn sie jetzt hübsch genug war, sagen wir mal jetzt als Frau, konnte sie sich in die nächste Kaste von einen Erzeuger holen aus der nächsthöheren Kaste. Dieser hat aus der nächsthöheren Kaste wieder einen Erzeuger gehabt und so geht das hoch. Das heißt, jeder Mensch aus der Kaste wusste, egal ob ein Mensch irgendwo getroffen hat, dass er in der fünften Generation direkt vom Allvater abstammt. Und das ist ein großer Unterschied zwischen die Spermalinie und einer Blutlinie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Vermehrung, wie sie damals stattgefunden hat, das war, wie gesagt, nicht so wie heute. Die Frau, die sollte einen Traum haben. Einen sogenannten Lucia-Traum an dem sogenannten Lucia-Day, also einem Lucia-Tag. Und das war der 13. Dezember. An diesem Lucia-Tag sollte die Frau, die ein Kind haben möchte, einen Traum gehabt haben, der von Lucia, einer Frau, die mit 7 Kerzen in den Haaren einen Berg hinunterkommt. Also sie ist dann erstmal zu den ältesten Frauen im Dorf hingegangen und hat gesagt, ich habe diesen Traum entweder gehabt oder ich habe nicht gehabt. Wenn sie hübsch genug war, um eine Mutter zu sein und diesen Traum gehabt hat, dann durfte sie so am sogenannten Fest-I-Wahl-Tag, das ist der Weihnachten, der 24., durfte sie sich ihren I aussuchen, also ihren Erzeuger des Kindes. Und den I, damit meine ich wortwörtlich auch den Penis. So eine Frau geht los, guckt sich den Mann an, der erzeugen darf, der hübsch genug ist, der gut genug aussieht und sagt, dich möchte ich haben, so. Dann haben sie sich die ausgesucht und dann wurde 2 Tage später, am 26. Dezember, wurde am Boxing Day, also am Tag, an dem man den Bock singt, Boxing, die Älteren, die haben diese Männer, die Frauen ausgesucht haben, gegeneinander antreten lassen. Boxen. Und die sich als würdig erwiesen haben, weniger als die Hälfte, ne, die durften dann erst der Erzeuger werden von der Frau. Mhm. Das heißt, die Frauen und die Männer sind da auch nochmal halbiert worden. Die Paar, die sich überhaupt vermehren durften. Und dann sind sie in den Honeymoon gegangen. Honeymoon, ja. Das Huhn. I ist dann das Glied. Ja. Moon ist der Mund. Dort wurde das Huhn immunisiert, indem er 30 Tage lang seinen Samen in sie oral eingeführt hat, damit sie seine Seelenkraft, deswegen war Sperma auch für sie so wichtig, damit sie ihre Seelenkraft in sich aufnimmt. Und erst am 30. Tag danach, das war dann 24. Mai, dort ist der eigentliche Geschlechtsakt erst vonstatten gegangen. Und jeder, der geboren wurde, wusste, er ist in einem heiligen Akt gezeugt worden. Das ist also eine Wahnsinnssache. Wow, das ist natürlich für die Ohren von uns modernen Menschen erstmal ganz schön ein Hammer. Ja. Weil letztens, was es ja beschreibt, ist ja doch sogar eine Art Eugenik. Und das ist ja ein Wort, wo wir erstmal so, wow, das ist eher das Fiese und so. Aber auch hier, wir sollten als Freigeist das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Hier kommt eine Geschichte, die ist so alt und die kommt aus einer ganz anderen Zeit, wo Menschen eine andere Moral hatten. Und Moral meine ich jetzt nicht nur sowas wie Sexualmoral, sondern Moral, Mores, also Gesetze, Sitten, was ist richtig, was ist falsch. Aber guck dir mal den Namen. Wir haben da unseren Blick drauf, wir sind sehr individualistisch fixiert, aber hier, was du beschreibst, ist eine, man kann schon sagen, eine Bevölkerungsplanung. Es gibt keine freie Vermehrung, nicht jeder vermehrt sich, sondern nur gewisse Auserwählte, von wem eigentlich auserwählt, also wenn halt die Frau den Traum bekommt, vielleicht bekommt sie ihn direkt von Dahlmutter oder. Das war fair, weil die Frau, die es war ja ihr überlassen, ob sie den Traum hat. Und selbst wenn sie ihn hatte, kann sie sagen, ich möchte nicht. Also eine Frau konnte alle 2 Jahre, wenn sie wollte, ein Kind haben, wenn sie denn ausreichend für den Nachwuchs war. Also das war dieser innere Wert, den wir hatten. Das war unser, je schöner wir waren, umso wertvoller waren wir für die, also das heißt also, die reichen Leute sahen gut aus damals. Nicht wegen Besitz, sondern einfach nur, ja, weil die Genetik halt gut war, weil man hätte gut eine bessere Rasse haben können, nur bessere Kinder haben können. Aber, ja. Genau, weil wir bei Eugenik, ich meine, wir schrecken ja erstmal vor zurück, weil wir auch wissen, wie sehr diese Konzepte missbraucht wurden, so, ja. Wir wissen, wer diese Eugenik-Dinger in die Welt gesetzt hat und wie die missbraucht wurden und vielleicht auch immer noch angewendet werden oder mit Georgia Guidestones und so weiter. Aber was er hier bei dem, was du beschreibst, wenn wir das mal so versuchen, mal so wertfrei zu begegnen, es hat ja auch seine Vorteile, weil er tatsächlich, du hast es glaube ich vorher so gesagt, jeder von denen, die dann gelebt haben, konnte dann sagen, er hat diese ziemlich straighte Verbindung, Connection zur Quelle. Zum Allvater, ja. Und es gibt dann eben keinen mehr, der dann
irgendwie schlechtere Genetik hatte. Ich meine, vielleicht war es jetzt nicht deine Vorhersehung oder nicht deine Aufgabe in dieser Gemeinschaft zum Säuger zu werden. Vielleicht hast du andere Aufgaben gehabt, die du auch gut gemacht hast und die auch Respekt gebracht haben. Aber jeder konnte dem anderen in die Augen schauen und sagen, hey, wir sind echt auf Augenhöhe so. Und da ist dann in so einer Gesellschaft gibt's natürlich dann auch gar keinen Platz für so Ideen wie Rassismus oder sowas, dass der eine über dem anderen steht, weil jeder hat hier ein ganz edle Genetik als Code mitbekommen sozusagen, ne? Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Es gab damals das Prinzip des Tempels und des Gabengebens. Und ich habe gesagt, Sperma ist ein wichtiges Thema. Und genau das war auch das, was wir gegeben haben. Wir haben unseren Samen dem Allvater zurückgeoffert. Offering. Der Allvater hat durch sein Sperma, was er uns gegeben hat, ja uns zum Leben ermöglicht. Und als Zeichen des Respekts und der Anerkennung geben wir das Wertvollste, was wir haben, unseren inner wealth, unsere innere Gesundheit. Und es gibt keine Flüssigkeit oder nichts, was wir von Natur aus Wertvolleres weitergeben können als genau das. Und es war so, dass wir damals Tempel hatten, wo Menschen hingegangen sind, um dort ihren Samen zu spenden. Es gab spezielle Behältnisse dafür, wird dort beschrieben, wo man halt von Tausenden, Zehntausenden teilweise den Samen gesammelt hat, nur um sie dann an den einen Erzeuger und die eine Erzeugerin, man muss auch immer weiblich und männlich parallel sehen, nur die hatten das dann getrunken, nur damit die ein Kind produzieren. Überlegt mal, die Seelenpower, ja, wenn es wirklich so stimmt, wenn sie wirklich da drin ist, dieses Plasma ist es ja eigentlich, biologisch gesehen, biochemisch gesehen. Mhm. Plasma, daraus besteht unser Blut. Blut transportiert Sauerstoff zu unserem Kopf, so funktionieren wir. Und dadurch kommen unsere Nervenimpulse zustande, die dann unsere Wirbelsäule runtergehen und wieder zurücklanden. Und zwar da, wo unser Samen hergestellt wird. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie diese Kundalini-Schlange geht, ne, diese Meditationsgeschichten, dann geht's in die falsche Richtung, so würde ich sagen. Weil das dritte Auge ist ja nicht im Kopf, ne, sondern zwischen unseren Beinen so gesehen. Ne? Weil das Ende der Schlange ist immer die Spitze unseres Penises. Die spuckende Schlange, der feuerspeiende Drache, das sind alles mythologische Verklärungen von dem Wichtigsten, was wir hatten, dem Spenden unseres Samens, unserer Seele. Das, was uns die Sonne gegeben hat. So. Das ist das, was wir weitergeben hier, weil wir glauben, dass wir von der Sonne kommen. Laut der Saga. Ich rede jetzt immer nur aus der Perspektive der Saga. Boah. Und das ist wiederum der Buchstabe I. Richtig. Ja, das genau. Ist ja im Grunde genau. der so erigierte Penis mit dem, und der Tropfen, der rauskommt sozusagen. Ja. Richtig. Genau. Dieses Ringland, zu Buchstaben I habe ich noch was super Tolles. Das Ringland müsst ihr euch vorstellen. Es ist ja bei Helsinki. Und wenn ihr euch jetzt eine Linie vorstellt, die einmal um den, sagen wir mal Globus, ja, ziehen würdet. Und diese Linie geht genau durch Kreta. Genau durch Kreta, durch die Mitte durch. Ja. Und auf der anderen Seite des Globus, das würde es genau Hawaii treffen. Hawaii. Und in Kreta haben wir die Teilung zwischen zwei Kulturkreisen, heute noch präsent. Der griechischen, ne, der Pan-Mythologie und dann der romanischen, der Rasul-Mythologie. Und wie sah Pan aus? Jetzt hätte ich etwa wie ein Ziegenbock, oder? Bock, hätte ich jetzt gesagt. Ja, stimmt. Und wie hieß dort die Hellas-Zivilisation? Ach, scheiße. Hellas, ja. Ja, sehr gut. Also, wir waren stehen geblieben vorhin beim Sperma und ich wollte das erst später machen, aber es kommt auch später vor in der Geschichte, aber lass uns das mal abschließen. Also, wir haben den Honeymoon verstanden, den Honeymoon, wo die Frau immunisiert wurde, bevor sie das Kind gebären durfte. Interessant war, wie der Abend, an dem die Empfängnis stattfand, gestaltet wurde von der Frau. Und zwar hat die Frau auf einem Enge Rosenblätter bzw. Blumenblätter verteilt. Enge ist eine Metallplatte. Und auf dieser Metallplatte mit Blumenblättern belegt, wurde dann der eigentliche Kinderzeuge der Geschlechtsakt durchgeführt. Und ja, Enge bedeutet Metall. England. Die Frau legte sich auf diesen Enge, auf diesen Metalltisch, diese Metallplatte und öffnete ihren Engel, ihren Engel. Das heißt, das Spreizen der Frau auf diesem Tisch ist der Ursprung des Wortes Engel. Nun kommen wir zum Informationssystem, was dort vorgeherrscht hat. Das Sperma-Thema schließen wir mal ab. In diesem Informationssystem, was stattfand am Anfang zur Paradieszeit auf der Insel Hell,
war ein Berg und auf diesem Berg befand sich ein Platz. Und dieser Platz, der hieß Arina. Arina. Dort durften die sogenannten Narrator, die Narrator, die von dem Wissen des Allvaters berichteten. Das sind die 10 Söhne, die keine Aufgabe hatten, die konnten je nach Naturgeschenk, je nach Talent, was sie hatten, als Narrator, als Missionar praktisch das Wissen verbreiten in die Welt. Und diese Narrator kamen mit Fragen aus dem Umland und konnten sich dann auf diesem Berg in der Arena dem Allvater dem Allvater durften sie Fragen stellen. Und zwar haben sie die Fragen an Ra gerichtet. Ra hat dem Allvater die Fragen gestellt. Und der Allvater, der stand in der Arena auf dem Turm mit dem Namen Glänzchem, Glanzheim, und hat von oben herab mit ausgestreckten Armen und zwei goldenen Ringen um die Handgelenke über die Fragen, die ihm gestellt wurden, sind nachgedacht und dementsprechend die Antworten dann wieder zurück über Ra an die Narrator gegeben, die dieses Wissen dann weitergetragen haben. Das war das Informationssystem. Die Narrator konnten nicht direkt in diesen Turm hinein, weil der Valhalla-Wall, ein Wall aus Feuer, also die erste Firewall der Menschheit, um diesen Turm herum war. Der Berg, auf dem die standen, hat noch einen interessanten Namen. Der Berg hieß Lisnarbori. Lis, to listen, nar, erzählen, also nar bedeutet das Erzählen von dem Wissen, und die Burg. Das heißt, man hört dem Wissen der Burg zu. So hieß der Berg. In der Rutsprache hieß der Allvater Gubei. Und wie es damals, oder wie es in der Tuse ist, immer die Dualität Vater und Mutter, also die Allmutter, die war auch da, aber hatte nicht diese Funktion im Informationssystem, die hatte andere Aufgaben. In der Rutsprache bedeutet die Allmutter Guma, in der Warnsprache Ukko und die Allmutter Akka und im Englischen Vater, Allvater bedeutet Per und die Allmutter Ma. Der Sohn und die Tochter, beziehungsweise der König und die Königin, Ra und Maya. Ra hieß in der Rutsprache König Aas, König der Asen. Die Maya hieß König Atar. Atar ist bezeichnet, bezieht sich auf den Mond und zwar auf die dunkle Seite. Bedeutet König und Königin, die den Mond repräsentieren. Also Ra die helle Seite und Maya die dunkle Seite. Kuning Aas und Kuning Atar. Und das ist die Wortbasis für den Begriff König und Königin. Als sich jetzt so viele Ringländer gebildet haben, 2000 waren es zum Zeit des Paradieses, also in den ersten 50 Millionen der 100 Millionen Jahre der Boxsaga, um ihren König und ihre Königin zu ehren, gab es ein Schenkungs- oder Anerkennungsritual, und zwar alle 50 Jahre. Muss ich das so vorstellen, eine Ära des Ra dauerte 50 Jahre. In diesen 50 Jahren zeugte er 12 Kinder und 7 Töchter. Und bewohnte ein Schloss in Finnland, was sich Rasepuri nannte. Rasepuri. Also die pure Rasse des Ra. Also unser Ursprungsort. Dort ist die Reinheit der Rasse, weil dort sie entstammt. Reiner geht's nicht. Und diese Anerkennung, die alle 50 Jahre stattfanden, waren Geschenke aus Gold, die angefertigt worden sind. Und die hießen Ästhetik. 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 Also etwas Ästhetisches, etwas Geschaffenes, etwas Schönes. Und zwar aus Gold. Und weil Gold, genauso wie die Sonne, unendlich hielt. Das war der Wert des Goldes, den die Menschen damals empfanden. Es war ausreichend für die Ästhetik als Geschenke für Ra und Maya. Weil es unendlich haltbar war, genauso wie die Sonne. Dieses System hieß Jehova. Jehova. Ich kann mich noch hier an diese Monty Python, Jehova, ne?
der Gott, dessen Namen man nicht aussprechen durfte, sonst wurde man gesteinigt. Ja. Damit meinte man dieses Gabensystem, diese Lebensweise, dieses natürlich gegeben, diese natürlich gegebene Ordnung, die sich entwickelt hat nach dem Entstehen der Menschheit. Das ist das, was heute verteufelt wird, weil es die Ganzheitlichkeit in uns darstellt, den Ring geben. Man sagt in diesem System, yay heißt geben, yay, to give, yay. Hof heißt, war der Hof, der aussah wie ein Huf eines Tieres. So war der Hinterhof, beziehungsweise der Hof der Burg geformt. Also Hof bedeutet, kommt von Huf, das aussah wie ein Huf. Und A halt den Asen, also dem Hof der Asen gebend. Oder dem Hof der Asen geben, bedeutet Jehova. Und das Interessante ist, der Ort, wo dieses Schloss steht, heißt Snappertuna. Und Tuna, man gibt vor Tuna. Vor Tuna ist das Glück. Also man gibt für Tuna, man gibt dorthin, im Jehova, dem Hof, weil halt eben die Anerkennung dann für den Allvater und die Allmutter dort präsentiert wird. Oh, this is a very nice picture. This big tower here is called Rabel Tower. And this is the Ayers Tower, or this is Ayers Tower and my tower. We actually have it, what it used to kind of look like, with the water around it. But it was covered with a white chalk, so it made the reflection of a white castle on top of a rock in the middle of a lake. And this is where the Cinderella story comes from. Ella is another name for the Akka, the high woman on the planet. This castle is called Ra Se Puri. Ra is the king, Ras is the race, Se is the sea, and Puri is our family trees. Our Pu means tree, Ri means again and again, so you can read the tree of your family in the race of human beings. Lina means line, so it's the line of Ra. And this castle we're looking at here, this foundation stones are from 9,034 years ago. This is the oldest castle on the planet. In the east we have Palace, and in the west we have Castel, or Castle, as we say it today. Jetzt war es so, in 50 Millionen Jahren gab es natürlich einige Generationen, einige Ära, oder auch eine Periode. Die alle 50 Jahre gaben immer pro Ringland eine Ästhetik, eine große goldene Geschichte. Also eine große goldene Figur. Jetzt konnte man die im Schloss, im Castell, konnte man die lagern, aber halt nicht für ewig. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an die Entstehung der Erde in diesem Ei. Als damals die Erde entstanden ist, also praktisch noch dieses Ei war, noch im Weltraum rumgewabert ist, dann hat sich oben eine Luftblase gebildet in diesem Eigelb, in dieser Magma, umhüllt hier von dem Wasser. Und als die Erde erstarrt ist, ne, innerhalb von einer Sekunde, blieb oben dieser luftleere Raum genau unter dem Nordpol. Ein riesige Luftblase, die erstarrt ist, zu der man Zugang hat. Und dieser Zugang, der heißt Lemminkainen-Tempel. Und das ist der Tempel, wo Jim und Iobok und andere Freunde gebohrt haben und versucht haben, dort Zugang zu bekommen, weil es müssen dort Millionen von Kammern gefüllt mit Millionen von goldenen Statuen liegen. It's from the, what we call the Paradise Times. This tall stone that's standing there next to this hill is one granite hill, it's part of the bedrock. The stone to the right hand side, this is called Sundial Rock. And as we go down, we can take a more of a photo of it. The trees have covered it up now. But this is put here by human beings. This is not natural. There's three granite stones underneath that it rests on top of the granite, or what we call the Peruscalio or the Uruberry. This tall stone, this Etitus stone, is not part of the hill. You see this crack that goes down? The stone was put here. And if you look to the texture of the granite in the top of the stone, it's not the same texture as this stone. So this stone doesn't belong to this hill. It's a separate from this hill. Die Sonne gab in der Saga den Menschen vier Naturgeschenke. Einmal
das Alphabet, die Fähigkeit, Geräusche zur Sprache zu entwickeln, dann das Feuer, das wurde der Frau geschenkt, die Frau war die Hüter des Feuers, der Mann durfte es nur benutzen, das hat sich mittlerweile geändert, matriarchalisch. Das dritte Geschenk war die Logik durch Mathematik, das Verständnis durch Mathematik, Technik, Technologie durch Mathematik. Und das letzte Naturgeschenk der Sonne an uns Menschen war dieser Stock. Dieser Stock, der uns befähigt hat, so lange noch zu laufen, wie wir es alleine geschafft haben. Als der Tag kam, wo wir es nicht mehr konnten, sind wir gegangen. Wir haben nicht gelitten, wir wurden nicht gepflegt. Wir sind gegangen, als die Natur gesagt hat, es reicht. 50 Millionen Jahre sind jetzt schnell rum und etwas muss passiert sein. Dieses Rückgeben, dieses Offering System, diese Gabe des Samens weiter zur Entstehung des Nachwuchses und zur Rückgabe an den Allvater, die ist irgendwann unterbrochen worden. Und die Unterbrechung dieses Ringes führte dazu, dass das erste Ragnarök stattfand, was in der Saga beschrieben wird als eine Verschiebung der Polarachse um über 23,4 Grad. Und das zwar innerhalb von 3 Monaten. Die Eiszeit begann. Und damit der zweite Teil der Geschichte. Muistakaa lapset, että ilman pelastusliiviä ei saa mennä vesille. Ei edes näin matalalla. Tässä ei ole yhtään matalaa. Tässä on... Me lähestytään lemminkäisen temppeliä. Fiilikset on aika jännittyneet. Tässä sä nyt on. Meidän alla on lemminkäisen temppelin sisäänkäynti. Mä en tiedä, jos tässä ei olisi tätä vettä, että pääsisikö sinne oikeesti. Mutta on tosi syvä. Tää on niinku oikeesti moni metrejä syvä, eiks ookin? Ja... Taisi olla kyllä hieno ilman tätä vettä, olisi päässyt oikeesti ehkä käymään siellä sisällä luolassa, temppelissä. Mut nyt valitettavasti joudutaan tyytyä tällaiseen veneen yli.